Good morning. Guten Morgen. Happy Sabbath. Gesegneten Sabbat. I don't need to ask if you're all glad to be here. I know you are. Ich brauche nicht zu fragen, ob ihr froh seid, dass ihr hier sein könnt. Ich weiß, dass es so ist. It has been an immense blessing so far. Für mich war es bisher ein enormer Segen. I love the music here. Ich liebe die Musik hier. From the group here to the man who just played it, it takes me up to heaven. Von der Bläsergruppe hier bis zu dem Cellisten, der gerade gespielt hat, das ist für mich ein Vorgeschmack des Himmels. Are we looking forward to being there? Freuen wir uns darauf, dass wir mal dort sind? But we need to be prepared. Aber wir brauchen eine Vorbereitung. For God is calling for a prepared people. Denn Gott möchte ein vorbereitetes Volk vorfinden. Before I do open my Bible, as usual, I will invite you to pray with me. Bevor ich meine Bibel öffne, werde ich so wie schon gewohnt euch einladen, mit mir zu beten. If you bow your heads and we will kneel. Lasst uns dazu aufstehen, bitte. O Lord, our Father, unser Herr und Vater, I have felt the presence of you through your Holy Spirit this week. Ich habe in dieser Woche deine Gegenwart durch den Heiligen Geist gespürt. I prayed before we came that I would be filled with your Holy Spirit, and I'm praying again to be filled. Ich habe, bevor wir hierher kamen, darum gebetet, dass dein Heiliger Geist mich füllt, und erneut möchte ich das bitten. Fill all of us with your Holy Spirit, Lord. Fülle jetzt jeden von uns mit dem Heiligen Geist, Herr. Let us be prepared to receive you into our hearts. Und mögen wir bereit sein, dich in unser Herz aufzunehmen. By your word. Durch dein Wort. And your word alone. Und allein durch dein Wort. Can we be prepared to see you face to face? Können wir darauf vorbereitet werden, dir von Angesicht zu begegnen? Convict our hearts. Überführe unser Herz. And reveal to us the things that we have been doing that we need to stop. Und zeige uns die Dinge, die wir bisher getan haben, die wir lassen müssen. And also reveal to us the things that we are not doing that we need to begin. Und zeige uns auch die Dinge, die wir nicht tun, die wir aber tun sollten. Help us to have a unity amongst us as a people that will reflect your character. Hilf, dass wir als Volk eine Einheit unter uns haben, die deinen Charakter widerspiegelt. Father, please give myself and my brother Johannes the strength to speak today. Herr, bitte gib mir selbst und meinem Bruder Johannes die Stärke, heute sprechen zu können. Let these words be acknowledged as being from you and not from ourselves. Und mögen die Worte, die wir reden, nicht von uns stammen, sondern deine Worte sein. We thank you in Jesus' precious name. Und wir danken es in dem teuren Namen Jesu. Amen. I invite you to turn in your Bibles with me to the book of Revelation chapter 3 and verse 19. Ich lade euch ein, mit mir die Bibel aufzuschlagen, und zwar Offenbarung 3 Vers 19. And it reads, as many as I love, I rebuke and chasten, be zealous therefore and repent. Ich überführe und züchtige, so viele ich liebe. Sei nun eifrig und tu Buße. Now in this message that we will be speaking to you today, I will only be focusing on the first part. In meiner Predigt heute wird es nur um den ersten Teil gehen. You will hear the second part of this verse later on. Der zweite Teil des Verses, da werdet ihr später noch drüber hören. Jesus is saying, as many as I love, I rebuke and I chasten. Und Jesus sagt hier, ich überführe und züchtige, so viele ich liebe. The word rebuke means to admonish, to convict, to convince, and to tell of a fault. Und dieses Wort für überführen, das bedeutet so viel, dass eine Überzeugung geschaffen wird und dass man sich eines Fehlers bewusst wird. The word chasten means to train, it's like training up a child. Und das Wort züchtigen, das hat etwas zu tun mit dem Aufziehen eines Kindes, mit der Erziehung. It means to educate and to discipline. Es bedeutet, jemandem eine Bildung mitzugeben, eine Disziplin. To instruct and to teach. Anweisungen zu geben und zu lehren. Through this week we have been looking at the Laodicean message.
Die ganze Woche beschäftigen wir uns schon mit der Botschaft an Laodicea. And we all know how important this message is. Wir alle wissen, wie wichtig diese Botschaft ist. Amen. Amen. We have seen that Jesus told us that he is the Amen, he is the faithful and the true witness. Wir haben gesehen, dass Jesus uns sagt, dass er der Amen ist, der treue und wahrhaftige Zeuge. That he is the beginning of the creation of God. Dass er der Anfang der Schöpfung Gottes ist. He says that he knows your works. Er sagt uns, ich kenne deine Werke. He knows that you are neither hot nor cold. Ich weiß, dass du weder heiß noch kalt bist. He says he would prefer that you were hot or cold. Und er sagt, ich wünschte, du wärst entweder heiß oder kalt. He says because you are lukewarm. Aber es heißt, weil du lau bist. And you are neither hot nor cold, he will vomit you out of his mouth. Und weil du weder kalt noch heiß bist, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Praise the Lord, he didn't finish the letter there. Gott sei Dank, dass der Brief hier nicht zu Ende ist. He continued because he loves us. Er spricht weiter aus Liebe zu uns. He wants to give us an opportunity to change. Er möchte, dass wir Gelegenheit haben, uns zu verändern. So he said that the reason why we are lukewarm is because we are rich. We think we are rich and increased with goods and in need of nothing. Und dann erklärt er, der Grund, warum wir lau sind, ist, dass wir uns so reich fühlen, dass wir meinen, wir haben alles und brauchen nichts. Then he said that, don't you know that you are wretched and miserable and poor and blind and naked? Und dann sagt er, wisst ihr denn nicht, dass ihr elend seid und jämmerlich, arm, blind und nackt? Then he counsels us to buy gold. Und dann gibt er uns den Rat, kauft Gold. To put on white raiment, which is from him. Und legt weiße Kleider an, die von ihm kommen. To anoint our eyes with eye salve. Und salbt eure Augen mit Salbe. So that we can see. Damit wir sehen können. And I know through the week each element of these verses has been eloquently presented to you all. Und ich weiß, dass in der Woche wir jeden einzelnen Teil dieses Verses genau und redegewandt betrachtet haben. And some of you may say I've loved those messages. Und vielleicht sagen einige von euch, das waren tolle Predigten. But have you been broken? Aber ist euer Herz zerbrochen? Have you fallen on Jesus Christ this week? Habt ihr erlebt, dass ihr auf Christus gefallen seid? Has he revealed to you things in your life that needs to change? Hat er dir Dinge in deinem Leben gezeigt, die sich ändern müssen? Those of you who are willing to say he has revealed some things to me, may I just see your hands? Und diejenigen, die bereit sind, das so offen zu zeigen und sagen, er hat mir was gezeigt in meinem Leben, darf ich eure Hände sehen? You know, sometimes we see very far when we're on top of the mountain. Wisst ihr, manchmal sieht man sehr weit in die Ferne, wenn man auf einem Berggipfel ist. But when we go back down into the valleys of our homes and our local churches. Aber wenn wir dann zurückgehen in das Tal des Alltags und des Heims und unserer Arbeit. What was made very clear to us at the top suddenly becomes very cloudy when we go back down. Dann kann etwas, das kurz zuvor auf dem Berggipfel für uns noch völlig klar war, auf einmal sehr nebulös werden. Satan will tempt every one of you that raised your hands. Satan wird jeden von euch versuchen, die ihr jetzt euch gemeldet habt. To believe it wasn't that much. Zu glauben, ach, so wild war das gar nicht. Don't worry, you'll be fine. Mach dir jetzt nicht unnötig Sorgen, es wird schon alles gut. And then you will begin to feel okay. Und dann kommt wieder dieses Gefühl, ich bin doch in Ordnung. Your feelings and your faith have to be as separate as the east is from the west. Aber unsere Gefühle, unser Glaube, die müssen so weit voneinander entfernt sein wie der Westen und der Osten. Your feelings cannot bring you faith. Unsere Gefühle führen niemals zu Glauben. Though there may be times when faith may actually give you good feelings. Es kann natürlich Zeiten geben, wo der Glaube uns gute Gefühle gibt. But we walk by faith and not by sight. Aber unser Leben führen wir aus dem Glauben und nicht durch Zeichen. So if by faith this week you have had things revealed to you, which you have. Und wenn aus dem Glauben heraus euch Dinge bewusst geworden sind in dieser Woche, und das ist ja der Fall. By faith you finish what God said you need to do. Dann sollt ihr aus Glauben auch das zur Vollendung bringen, was Gott euch gezeigt hat. Through his strength. Durch seine Kraft. And his strength alone. Und seine Kraft allein. Can we all say amen? Können wir alle Amen dazu sagen? You have taken what I have said and you have applied it to yourself. Ihr habt das jetzt angenommen, was ich gerade gesagt habe. Ihr habt es auf euch bezogen. God continues in the book of Revelation 3. Gott sagt hier weiter in Offenbarung 3. And then we get to the scripture that we are at now. Er spricht weiter und dann kommen wir zu dem Vers, der uns jetzt beschäftigt. He says, as many as I love.
Und er sagt hier, so viele ich liebe. I rebuke and chasten. Die überführe und züchtige ich. The verse starts off very nice, doesn't it? Also, ja, in the Germans. Wenn man es so liest, ja, die Übersetzungen sind unterschiedlich, aber wenn man so beginnt, diejenigen, die ich liebe, dann ist das ein sehr schöner Anfang, nicht wahr? I love you. Ich liebe euch. And I will rebuke you and chasten you. Und ich werde euch überführen und züchtigen. You may start with smiling, thinking, amen. Und dann hört man sich das an und sagt, amen. And then you hear the rest and you're, oh. Also am ersten Teil, da lächelt man noch und sagt amen, aber dann? Many years ago when I was at secondary school. Vor vielen Jahren, da war ich in der Mittelschule. I found myself, now this was before Christ, this was BC. Und das war vor Christus in meiner persönlichen Zeit. And in those years I was living a double life. Und in dieser Zeit habe ich ein Doppelleben geführt. So when I was at home, my speech was good, my attitude, I tried to be as good as possible around my mother and my father. Also wenn ich zu Hause war, dann habe ich mich gewählt ausgedrückt, ich hatte gute Worte und ich habe versucht, so angenehm wie möglich vor meinen Eltern zu sein. But as soon as the door closed and I made my way to school. Aber sobald die Tür sich hinter mir schloss und ich auf dem Schulweg war, I became another man. Da wurde aus mir ein anderer Mensch. Well, at that time another boy. Ja. Kein anderer Mann, sondern ein anderer Junge zu der Zeit noch. And the people I would go around with, we would cause trouble in the school. Und die Leute, mit denen ich damals zusammen war, wir haben immer für Ärger gesorgt auf der Schule. And that's not good. Und das ist nicht gut. But we thought we were invincible. Aber wir haben uns für unbesiegbar gehalten. Nobody can stop us. Uns kann keiner aufhalten. Not even the teachers. Nicht mal die Lehrer. The teachers have a way of stopping us. Aber die Lehrer haben doch einen Weg gefunden, uns aufzuhalten. There was one teacher in an English class that we used to trouble him every single week. Es gab einen Englischlehrer, den haben wir im Unterricht jede Woche fertig gemacht, oder? There were about four of us in the class and he received persecution from us. Große Probleme gemacht. Vier von uns waren in der Klasse und er hatte echt eine schwere Zeit. And we caused a distraction to everybody else in the class who really wanted to learn. Und diese Ablenkung, die hat sich natürlich in der ganzen Klasse ausgebreitet, unter denen auch, die eigentlich lernen wollten. And you know, the teacher would always look forward to the end of the year when the parents' evening would come. Und wisst ihr, der Lehrer, der hat sich immer das ganze Jahr gefreut auf das Ende des Jahres, des Schuljahres, dann war nämlich der Elternabend. But I figured out that if I make my parents go last on the list, my mom works in the evening and dad can't leave us all at home alone, so my parents won't come. Aber ich habe mir gesagt, meine Vater und meine Mutter, die hatten so schwierige Arbeitszeiten. Der eine kam, der andere musste schon wieder gehen. Dann klappt das bei denen nicht. Die können nicht kommen. And I thought I've got the perfect plan. I will never be found out. Und ich dachte, das ist der perfekte Plan. Niemand wird hier rausbekommen, was ich mache. There was one day. It was on the weekend. Aber eines Tages an einem Wochenende. And the postman delivered some mail. Da kam etwas Post von dem Boten. And you know, I was playing the game with my brothers. Und ich spielte gerade ein Spiel mit meinen Brüdern. And my advice to any of you who are addicted to playing the games, leave them alone. Und ich kann euch nur raten, wenn irgendjemand von euch Probleme hat oder eine Sucht mit diesen Spielen, lasst das. Get rid of them and give that time to God. Werdet sie los und diese Zeit investiert für Gott. The effects of those things will last into families for generations. Die Auswirkungen dieser Spiele, das damit habt ihr dauerhaft zu tun, das geht sogar in die nächste Generation. And I'm saying that because I see that my influence has now gone on to my nephews and other family members. Und ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, dass das, was ich damals gelebt habe, das hat noch Auswirkungen heute in meine Verwandtschaft, meinen Neffen und so weiter. But there's still hope. Aber trotzdem gibt es Hoffnung. So we were playing the game and then this letter comes through the letterbox. Also wir waren gerade dort im Spielen und dann kam dieser Brief in den Kasten. So me being the good son, the oldest son. Und ich war ja der gute Sohn, ich war auch der älteste. I paused the game. Ich habe gestoppt das Spiel. Took the letters and I went upstairs to my parents in their bedroom. Ging zum Briefkasten, habe die Post rausgenommen, habe sie in das Schlafzimmer meiner Eltern gebracht. I knocked the door. Angeklopft. Good morning, Mom and Dad. Guten Morgen, Mama und Papa. Letters are here for you. Es ist Post für euch.
If only I knew what was in those letters. Hätte ich nur geahnt, was in diesem Brief sich befindet. I made my way back downstairs. Ich bin wieder die Treppe runter. Carried on playing with my brothers. Weitergespielt mit meinen Brüdern. And then I heard the name Craig. Und dann hörte ich auf einmal meinen Namen gerufen. It came from my father's mouth and it rumbled down the stairs. Es kam aus dem Munde meines Vaters und es donnerte so die Stufen runter. You know, there's a way we say names. Wisst ihr, man kann einen Namen sehr unterschiedlich aussprechen. I call my wife, darling, Farida. Ich kann meine Frau zum Beispiel Liebling nennen. But when my father said Craig, aber als mein Vater sagte Craig, sent shivers down my spine. Da lief's mir den Rücken runter. I said I gave the letters to them. Ich habe gesagt, und ich habe ihnen noch die Briefe gegeben. I haven't done anything wrong at home. Ich habe doch nichts falsch gemacht, zu Hause zumindest. Both my brothers looked at me. Meine Brüder schauten mich beide an. So I made my way up the stairs very slowly. Also bin ich ganz langsam die Treppe hoch. Hurry up. Schnell. So I made my way into the room. Also bin ich in ihr Zimmer gegangen. My father and mother sat up in the bed. Mein Vater und meine Mutter hatten sich aufgesetzt in ihren Betten. The sun, I still remember the day like it was yesterday. Und ich erinnere mich noch immer daran, als wäre es gestern gewesen. The sun shining through the curtains. Die Sonne leuchtete durch den Vorhang. There's a weird atmosphere in the room. Es war eine ganz verrückte Atmosphäre in dem Zimmer. My father looked at me and he handed me an open letter. Mein Vater schaute mich an und übergab mir einen geöffneten Brief. And he said, read it and then explain it. Und er sagte, lies das und dann erkläre es. So I took the letter. Also nahm ich den Brief. And I'm looking at them. Und dann schaute ich sie an. Because of my nervousness, I couldn't scan the letter quickly. Ich war so nervös, dass ich gar nicht schnell lesen konnte. And he looked at me again and he said, hurry up and read. Und er schaute mich wieder an und sagt, mach hinne. I know you can read and you can read very well. Read. Sagte, ich weiß, du kannst lesen, du kannst sogar schnell lesen. So I'm like, I'm in trouble. Oh, ich habe jetzt ein Problem. So I'm reading, dear Mr. and Mrs. Gooden. Also lese ich, liebe Mr. und Mrs. Gooden. Your son Craig Gooden. Ihr Sohn Craig Gooden. Has been doing A, B, C, D, E, F, G. Hat Folgendes getan. A, B, C, D, E, F. By the time I read A, my knees were knocking and I was shaking. Als ich Punkt A gelesen hatte, fingen meine Knie schon an zu zittern und ich. I said, they know. Und ich dachte mir, jetzt wissen sie's. The worst part about it was when my father said, now explain yourself. Aber der schlimmste Punkt war der, wo mein Vater sagte, und jetzt erklär uns das bitte. The end of the letter said, Craig has had to be suspended from school. Und am Ende des Briefes stand, Craig musste aus der Schule entlassen werden. How do you explain I'm suspended? Wie soll man das erklären? Sie haben mich rausgeworfen. So of course I start saying, oh, it's not true. Oh, this is all a lie. They've made a mistake. Also ich habe natürlich angefangen damit, ach, das stimmt alles nicht. Das ist erlogen. My father said, you are lying. Mein Vater sagte, du lügst. Then I received chastening. Und dann kam es zur Züchtigung. I'm not describing any of that stuff. Das erkläre ich jetzt nicht näher. All I can tell you is that I have two brothers and one sister. Ich kann euch nur sagen, ich habe zwei Brüder und eine Schwester. They all saw me get told off. Und sie haben es alle, they saw it? Yeah, they saw. Und sie waren alle dabei. Sie haben es gesehen. One of them laughed. Einer hat gelacht. One of them cried. Einer hat geweint. And the other one just looked. Und der andere hat nur zugeschaut. I remember walking out the room thinking, man. Ich erinnere mich, wie ich das Zimmer verlassen habe und dachte, Mann, they know what I'm really like. Jetzt wissen sie, wie ich wirklich bin. From that day forward, they kept a very strict eye on me. Und von dem Tag an haben sie mich sehr genau beobachtet. My father's from Jamaica. Mein Vater ist aus Jamaika. He came to England and he wasn't very well educated. Er kam nach England und hatte keine sehr gute Bildung. But he became very intelligent and in his sphere of work as an electrical engineer. Und er war aber sehr tüchtig und gewieft und hat sich fortgebildet. Und in seinem Bereich als Elektroingenieur, they said he was fantastic in what he was able to develop. Da hat man ihm gesagt, das, was er entwickelt, das ist fantastisch. For him, education and being obedient was very important. Bildung, Ausbildung und Gehorsam, das waren für ihn ganz wichtige Werte. So for the oldest son to be destroying and causing a bad
reputation to be developed in the house. Und dass jetzt der älteste Sohn so eine zerstörerische Haltung hatte und den schlechten Ruf in die Familie brachte. I was breaking his heart. Das brach ihm das Herz. Because for him he had a bigger dream for me. Denn er hatte einen viel größeren Traum für mich. And I was being distracted by myself. Und ich hatte mich selbst, mir selbst das Bein gestellt. My brothers and sisters, ihr lieben Geschwister, Jesus has given us a letter with our names in. Jesus hat uns einen Brief gegeben, da steht unser Name. And it tells us the A, B, C, D, E, F, G's that we've been doing. Und da ist das A, B, C, D, E, F, G aufgelistet, was wir getan haben. And Jesus is making his appeal to the church and he's pleading with us. Und Jesus richtet seinen Appell an die Gemeinde. Er fleht uns an, to come back to him with our whole hearts. Mit ganzem Herzen zu ihm zurückzukehren. To change the ways that we have been living. Und unseren Lebensstil zu verändern. We may be able to look good on Sabbath, but God knows what's going on. Vielleicht haben wir ein schönes Äußeres am Sabbat, aber Gott weiß, was wirklich vorgeht. He knows the struggles you go through. Er kennt deine Kämpfe, die du durchmachst. He knows what you ought to be doing. Er weiß, was du tun solltest. And he knows that you know too. Und er weiß auch, dass du das weißt. And through you he wants to reveal himself to the whole world. Und durch dich möchte er selbst sich offenbaren der ganzen Welt. But he cannot do it while we are spotted and stained with self. Aber er kann das nicht tun, solange unser Kleid befleckt ist mit unserem eigenen Ich. As I saw all the children come and sit along this section this morning. Als ich gesehen habe vorhin, wie die ganzen Kinder hier nach vorne kommen. I look at them and I think, here are future pastors and evangelists and preachers and doctors and people that will spread the gospel. Da habe ich sie angeschaut und dachte, das sind die Prediger, die Pastoren, die Lehrer, die Doktoren von morgen und sie werden das Evangelium verbreiten. And we need to continually tell the young people, you can do great things. Und wir müssen immer wieder den jungen Leuten sagen, ihr könnt Großes erreichen. And if any of you think you cannot do anything for God, don't believe that lie. Und wenn irgendjemand von euch denkt, ach, ich kann für Gott gar nicht viel erreichen, glaubt nicht dieser Lüge. Because Philippians 4:13 says, I can do all things through Christ who strengthens me. Denn Philipper 4, Vers 13 sagt uns, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. But don't think, oh well, yes, we must tell the young people they can do good things only. Aber denken wir jetzt nicht, dass wir den jungen Leuten sagen, ja, nur die können das Gute erreichen. No matter how young or old you are, as long as you have the breath of God in your nostrils. Es spielt keine Rolle, wie jung oder wie alt du bist, solange Gott dir Atem gibt. We can all accomplish greatness for God. Können wir alle etwas Großes für Gott tun? But we need to be willing to change before we begin. Aber bevor das beginnen kann, müssen wir bereit sein für Veränderung. As he read in Revelation 3, verse 19, as many as I love, I rebuke and I chasten. Wie wir gelesen haben in Offenbarung 3, Vers 9, so viele ich liebe, die überführe und züchtige ich. We will discuss two points. Wir werden zwei Dinge jetzt betrachten. God's love toward us. Gottes Liebe für uns alle. And then we will close by looking at his rebuking and his chastening. Und im zweiten Teil werden wir uns des Überführens und mit dem Züchtigen beschäftigen. For me, the importance of this message is for you to understand God's love for you. Für mich, mein Herzensanliegen bei dieser Predigt ist, dass ihr versteht, wie Gott euch liebt. There are some places where I have been and where I have studied and I am hearing a nonsense about God's love. Es gibt einige Orte, da bin ich gewesen, ich habe studiert, ich habe gepredigt und ich habe unsinnige Aussagen gehört über die Liebe Gottes. Where they are using the title of God's love as a means and ways to hide all of their foolishness behind. Wo man diesen Titel, die Eigenschaft Gottes der Liebe gebraucht, um die ganze eigene Torheit und Sündigkeit zu verbergen. Where they're telling people, you cannot stop sinning, but you must have the love of God. Wo man den Leuten sagt, ihr könnt nicht aufhören zu sündigen, aber die Liebe Gottes braucht ihr. It is a nonsense. Das ist Unsinn. Because when you really study the principles of God's love, you see you can go on. Yeah. Denn wenn wir wirklich die Grundprinzipien der Liebe Gottes studieren, you need to have his strength to go through with God's love. Dann verstehen wir, wenn wir diese Liebe umsetzen wollen, wenn die sich zeigen soll, dann brauchen wir seine Kraft. Now, as I was studying this chapter, als ich mich mit diesem Kapitel beschäftigte, God mentions love in chapter 3, verse 19. Da habe ich gemerkt, in Kapitel 3, Vers 19, da kommt die Liebe vor von Gott. But he also mentions love in verse 9 when he's talking to the church of Philadelphia. Gott spricht aber auch über seine Liebe
an die Gemeinde in Philadelphia in Vers 9. Now Philadelphia's name is made up of two, Philio and Adelpha, which is brotherly love. Philadelphia, das ist, besteht aus zwei Worten, das Philos und Adelphos, Delphia. When das, it's combined. Wenn man das zusammennimmt, heißt das Bruderliebe. Now Philio means a brotherly type of love. Also Philos ist eine bestimmte Art der Liebe, nämlich die brüderliche. It's a love that you would receive as a friend with all the warmth of personal affection. Das ist zum Beispiel die Liebe in einer guten Freundschaft, wo man diese warme Zuneigung für den anderen verspürt. Filio means it's a type of love for somebody or something based on your association with them. Philos ist eine Liebe, die entsteht, weil man Gemeinsamkeiten pflegt und weil man zusammen Zeit verbringt. Now I'll be honest, as I was reading this, I was striving with this one. Und als ich das gelesen habe, ich hatte ein bisschen Mühe damit. Because why does God use the word philio here for Laodicea, but he uses the word for love agape with Philadelphia? Denn ich habe Folgendes festgestellt, als in der Gemeinde an Laodicea, in dem Vers, benutzt er das Wort agape, das ist bedingungslose Liebe. Aber wenn es um Laodicea geht, spricht er von der Bruderliebe. Now look at verse 9, chapter 3, verse 9. Schauen wir mal Offenbarung 3, Vers 9 an. He says, behold, I will make them of the synagogue of Satan, which say they are Jews and are not, but do lie. Behold, I will make them to come and worship before thy feet and to know that I have loved thee. Just a question. In verse 9, it's Philadelphia, it's Philos or Agape? Agape. Okay. Ich habe das gerade falsch verstanden. In Vers 9, also wo es um Philadelphia geht, da ist von Agape die Rede und bei Laodicea von Philadelphia. Habe ich das so gesagt? Okay. Lesen wir Vers 9. Siehe, ich gebe euch aus der Synagoge des Satans von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern lügen. Siehe, ich werde sie zwingen, dass sie kommen und sich niederwerfen vor deinen Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Now, the agape love of God is an unconditional love of God. Diese Liebe Agape ist eine bedingungslose göttliche Liebe. It's God's love towards the whole world. Das ist Gottes Liebe für die ganze Welt. But the filio love of God is it's this love revealed to those who are in close association with him. Aber Philos Liebe, das ist die Art von Zuneigung, die man innerhalb von die man Menschen gibt, die eng mit einem zusammen sind, Familie, Freunde. Let me try and illustrate it this way. As I'm preaching to you, I don't know many of you. Ich möchte es mal so illustrieren. Während ich hier vor euch rede, viele von euch kenne ich nicht. But you all know me. Ihr kennt zwar alle mich. To an extent. Ein bisschen. Now, I will unconditionally preach this message to all of you. Nun, ich werde bedingungslos diese Botschaft euch allen verkünden. Whether you like me or you don't, I'm still going to preach it. Amen. Also, ob ihr mich jetzt mögt, welche Beziehung ihr zu mir habt, ich werde immer noch dasselbe predigen. So, but there are some who, when they hear this message, they'll come and speak to me afterwards. Aber einige, sie hören die Predigt und dann kommen sie danach zu mir. And they'll come closer into association with me. Sie kommen mir näher und entsteht eine Beziehung. So there are some young people and older people that I've spoke to this week and I've been blessed by the conversations. Zum Beispiel habe ich mich in diesen Tagen unterhalten mit einigen jungen Leuten und auch älteren und das waren gute Gespräche. And I'd like to say I have more of a filial love for them, that I'm closer to them. Und ich würde sagen, zu diesen Menschen hat sich so eine Philos-Liebe entwickelt, denn ich bin ihnen näher gekommen. Because I've gotten to know them. Ich habe sie etwas besser kennengelernt. I know their names. Ich kenne ihre Namen. I know some of the things that they've gone through. Ich kenne einige von den Problemen, die sie durchgemacht haben. I'm able to hug some of them. Ich kann einige von ihnen in den Arm nehmen. I remember as I was speaking yesterday, my wife and Patrick. Is Patrick here? Where's Patrick? Gestern habe ich gesprochen mit meiner Frau und Patrick. And as we spoke yesterday, I was able to pray and then give him a hug and say, we'll speak later. Wir haben gesprochen, wir haben zusammen gebetet und dann konnte ich ihn umarmen. I hope I'm not embarrassing you, Patrick. Ich hoffe, ich durfte das sagen, Patrick. Now, if I walk through the gates of this place and then suddenly started hugging everybody, you'd think this guy is strange. Nun, wenn ich aber hier rausgehen würde nach dem Gottesdienst und würde auf einmal jeden einen Arm nehmen, der mir entgegnet, dann würdet ihr sagen, mit dem stimmt was nicht. But as I begin coming closer to you and making friends with you, I'm able to do that. Aber wenn wir uns besser kennenlernen und da entsteht was Freundschaftliches, dann darf ich das. So this agape love that's revealed in Revelation 3 verse 9. Also diese Agape-Liebe, um die es geht in Offenbarung 3, Vers 9. God's saying that there will come a time when those that were of the synagogue of Satan will see the love that I reveal to you all.
Da sagt Gott, es wird eine Zeit kommen, wo diejenigen aus der Synagoge Satans erkennen werden, dass ich diese Liebe für euch habe. But what's here in Laodicea? Aber hier bei Laodicea. Is God saying I'm speaking to a group of people who I'm close with you. Da geht's um eine Gruppe von Menschen und Gott sagt, ich rede zu Menschen, die sind mir nicht nahe. Now don't think God was Okay. Danke. Die sind mir nahe. Die Now, stehen mir nahe. That does not mean that he was not close with the other churches. Was natürlich nicht bedeutet, dass das bei den anderen Gemeinden nicht auch der Fall war, dass diese Nähe da war. He was close with all of them. Allen war er nahe. But in Philadelphia he had no means to rebuke them because they were coming close. Auch Philadelphia, aber da gab es für ihn keinen Grund, sie zu tadeln. But with Laodicea. Aber bei Laodicea. Because of his closeness with us. Gerade weil wir ihm ja nahe sind. Even though you don't realize how close he is with you. Auch wenn wir das gar nicht so wahrnehmen, wie nahe er uns wirklich ist. He says, I will rebuke and chasten you because I love you. Da sagt er, ich werde dich überführen und züchtigen, weil ich dich liebe. Can we say amen? Amen. Now, we have become a part of this royal family because of his sacrifice. Nun, wir sind durch das Opfer Jesu Teil der königlichen Familie geworden. God made us sons and daughters of the Most High. Gott hat uns zu Söhnen und Töchtern des Höchsten gemacht. Look at what it says in Romans 8, verse 14. Lesen wir, was in Römer 8, Vers 14 steht. Now have you all been led by the Holy Spirit? Seid ihr alle berührt worden, geführt vom Heiligen Geist? Yes. Ja. Look what it says here in 8, verse 14. Dann lesen wir in Römer 8, Vers 14. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. So we've come into a close relationship with him. Wir sind also in eine enge Beziehung mit ihm gekommen. We're able to speak about God in a way that the world doesn't understand because they don't have a relationship with him. Wir können auf eine Weise über Gott reden, das kann die Welt nicht nachvollziehen, denn die hat keine Beziehung zu ihm. Nobody could tell me that this week that I, Craig, had not felt the presence of the Holy Spirit. Niemand könnte mir erzählen, mir, Craig, dass ich nicht in dieser Woche die Gegenwart des Heiligen Geistes gespürt habe. Because I'm telling you this, me and my family, we are experiencing a revival right now. Denn ich kann euch sagen, ich und meine Familie, wir erleben in diesem Moment gerade eine Erweckung. When I came on this site, I told my wife whilst I was walking with David, I said, and Sarah, I said, I feel the presence of the Holy Spirit here. Als wir hier auf das Gelände kamen und wir waren mit David und Sarah gerade unterwegs, da habe ich zu meiner Frau gesagt, ich kann das spüren, der Heilige Geist ist hier. Whilst we've been talking in the room together about God, tears have come to my eyes several times. Und wenn wir uns unterhalten haben auf unserem Zimmer über Gott, über die Themen, dann sind mir mehrmals die Tränen gekommen. Just when thinking about him. Einfach nur, weil ich an ihn gedacht habe. And I've had to ask the Father, what's going on? Und ich musste Gott wirklich die Frage stellen, Vater, was passiert hier? Real changes are taking place within my home. Hier geschehen echte Veränderungen in meinem eigenen Leben. We're coming closer to God daily. Wir kommen täglich Gott näher. Revival. Erweckung. Nobody could tell me that stuff has not been true. Niemand konnte mir erzählen, dass das nicht echt ist. The same way if you have had a personal experience with God, nobody can tell you it's not true. Und es wird dir genauso gehen, wenn du hier eine persönliche Begegnung mit Gott gemacht hast, dann kann dir keiner sagen, das sei nicht real. So God is showing us that he wants a closer relationship with us. Also Gott zeigt uns hier, er möchte eine nahe, eine noch nähere Beziehung mit uns. These words that we read provide reassurance to let us know that we are not without hope. Und diese Worte, die wir hier lesen, die geben uns eine Zusicherung, die geben uns die Gewissheit, wir sind nicht ohne Hoffnung. We actually have favor with God. Wir stehen tatsächlich in der Gunst Gottes. It's like we have a VIP ticket from him. Das ist, als hätten wir so ein VIP Ticket von ihm. You know, there's the line of the people and God says, look, you guys are with me. Wisst ihr, das ist so, ja, das ist eine lange Schlange, aber Gott sagt uns, ihr gehört zu mir. We are the special objects of God's attention. Wir sind der ganz besondere Gegenstand, das Ziel von Gottes Aufmerksamkeit. Now let me ask you something. Ich möchte euch was fragen. When you go home, wenn ihr nach Hause kommt, are you going to feel sad? Werdet ihr traurig sein? Some say yes, some are like no. Einige sagen ja, manche vielleicht nein.
Will you be looking forward to Joshua Camp meeting next year? Freut euch jetzt schon auf das nächste Joshua Camp 2019? Maybe I should have said that first. Vielleicht hätte ich das nicht sagen sollen. Yeah, you should. When you go home, will there be times when you feel all alone? Wenn ihr wieder zu Hause seid, meint ihr, da werden Tage kommen, wo ihr euch einsam fühlt? I want to encourage you. Ich möchte euch ermutigen. With God, mit Gott, you are always in the majority. Bist du immer in der Mehrheit. Amen. Amen. With God, you're always in the majority. Mit Gott sind wir immer in der Mehrheit. Jesus, when he was on that lonely pathway to Calvary, Jesus, als er diesen einsamen Weg ging nach Golgatha, was able to say to Peter, "Don't you think I can ask for 12 legions of angels now and they would come?" Konnte zu Petrus sagen, weißt du nicht, dass ich mehr als 12 Legionen Engel hier befehligen könnte und sie würden jeden Moment kommen? Thank God Jesus was not like me. Ich danke Gott, dass Jesus nicht wie ich war. I would have called them all. Ich hätte sie alle gerufen. But Jesus saw the greater plan. Aber Jesus sah den größeren Plan. Jesus saw me. Er sah mich. And said, because of him, und er sagte, für ihn, I'm going to finish. Werde ich es zu Ende führen. So put your sword back up in your sheath, Peter. Also Petrus, steck dein Schwert wieder ein. And then he heals Malchus with a better working ear. Und dann heilt er den Malchus, sein Ohr. You see, the love that we can have with God has been made possible because of his sacrifice. Wisst ihr, die Liebesbeziehung, die wir mit Gott haben dürfen, die ist möglich geworden durch sein Opfer. And this was made possible because of his unconditional agape love for us. Und sein Opfer wurde möglich und Realität wegen seiner bedingungslosen Liebe zu uns. You did not love God first. Nicht du hast Gott zuerst geliebt. He loved us first. Er hat uns zuerst geliebt. Read with me in Romans 5 verse 8. Schlag mit mir auf Römer 5 Vers 8. But God commendeth his love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, da wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Now there's a love that God had in the Godhead that was there before the creation of the world. Nun, es gab eine Liebe Gottes, die existierte schon innerhalb der Dreieinigkeit, der Gottheit, bevor es irgendeine Welt gab. Go with me to John 17 verse 24. Schlag mir auf Johannes 17, 24. I love hearing the pages of the Bible turning. Ich liebe dieses Geräusch der raschelnden Bibelseiten. Please, I beg you, just as an interjection, keep using your paper Bibles. Bitte, jetzt nur mal so zwischendurch. We're entering into an age now where everybody will be tapping. Also legt eure gedruckten Bibel nicht zur Seite. Wir kommen in eine Zeit, wo alle nur noch tippen wollen. The batteries don't die. Aber hier ist der Akku nie leer. So in John 17 verse 24. Also in Johannes 17 Vers 24. Jesus said, "Father, I will that they also whom thou hast given me be with me where I am, that they may behold my glory which thou hast given me, for thou loved me before the foundation of the world." Vater, ich will, sagt Jesus, dass die, die du mir gegeben hast, auch bei mir sein, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. This love was revealed to us also when we fell away from him. Diese Liebe wurde für uns sichtbar und offenbar, als wir von ihm den Rücken gekehrt haben. Who is happy to know that God loved you even when you were sinning against him? Wer ist glücklich zu wissen, dass Gott dich geliebt hat, auch als du gesündigt hast? I praise his name so much for that love. Ich preise seinen Namen so sehr für diese Liebe. But if God loved me like that, then I need to also show that love towards those around me. Aber wenn Gott mir so eine Liebe bewiesen hat, dann muss ich auch irgendwie diese Liebe meinen Mitmenschen zeigen. Those in my home, in meiner Familie, those I work with, meinen Kollegen an der Arbeit, those I reach out to, oder diejenigen, denen ich begegne missionarisch, while they are yet sinners, I need to reveal God's love to them. Auch wenn sie noch Sünder sind, muss ich ihnen die Liebe Gottes zeigen. You see, I can't do things to try and show my love to God. Wisst ihr, ich kann nicht irgendetwas tun, um damit meine Liebe zu Gott zu beweisen. To try and say, oh well, if I do this today, I'm giving God some love. Also zu sagen, wenn ich das oder das heute verrichten kann, dann ja, gebe ich Gott irgendwie Liebe.
The way I reveal my love towards God is by loving my fellow brothers and sisters. Sondern meine Liebe zu Gott kann ich nur auf dem Wege beweisen, dass ich sie meinen Mitmenschen schenke. And if God's love was unconditional, I need to have that love for others also. Und wenn Gottes Liebe keine Bedingung gestellt hat, dann brauche ich dieselbe Liebe für meine Menschen. When they're speaking against me, auch wenn sie gegen mich schlecht reden, when they're causing trouble for me, wenn sie mir Probleme machen, when everything's going fine and we get along great, wenn alles wunderbar läuft und man gut miteinander klarkommt. By faith I need to manifest a consistent love of God. Egal was gerade der Fall ist, durch den Glauben muss meine Liebe immer auf demselben Level sein. And that love needs to be an honest love. Und diese Liebe muss ehrlich sein. That if my brother or sister is falling away, I love them enough to help them come back. Dass wenn zum Beispiel mein Bruder oder meine Schwester von der Gemeinde sich verabschiedet, ein Problem hat, dass ich sie genug liebe, um sie zurückzuholen. We don't go talking about them behind their backs. Statt dass wir hinter ihrem Rücken über sie reden. We go to them and we help them. Sondern wir gehen zu ihnen hin, wir helfen ihnen. We persevere together. We lift each other up. Wir machen das zusammen durch, wir helfen uns gegenseitig. Now this love was only made possible because of the sacrifice of Jesus. Diese Liebe, die können wir nur ausüben, weil Christus sein Opfer gebracht hat. It would do us well to think about what Jesus did from Gethsemane to Calvary at least. Well, look, it would do us all well to just think about Jesus. Also es würde uns allen gut tun, einfach nur über Jesus nachzudenken. And everything he did. Und alles, was er getan hat. Starting with at least an hour every day. Eine Stunde plus täglich. But when we contemplate Calvary, aber wenn wir besonders Golgatha ansehen, I see the fulfillment of his ultimate love towards man. Dann sehen wir dort die Erfüllung seiner ultimativen Liebe für die Menschheit. Somebody asked me yesterday, what's my favorite scripture, and I was able to give them two. Jemand hat mich gestern gefragt, was ist dein Lieblingstext in der Bibel, und ich habe ihm zwei genannt. But my favorite quote in all of Ellen White's writings. Aber mein Lieblingszitat in dem ganzen Schriftum von Ellen White. Is from the Book of Desire of Ages, page 416. Ist aus dem Buch Das Leben Jesu. 416 im Englischen. Before I read this quote to you. Aber bevor ich euch das nenne. I want you to picture heaven. Da möchte ich euch bitten, stellt euch mal den Himmel vor. From what we read of in Isaiah chapter 6. So von der Beschreibung, die wir in Jesaja, wo war das? 6 lesen. He's on his throne, high and lifted up. Wo beschrieben ist, dass er sich auf seinem hohen, erhabenen Thron befindet. It's as if the seraphim angels with 6 wings cannot wait to praise him. Und diese Seraphim und Cherubim, die Engel mit 6 Flügeln, die können gar nicht darauf warten, ihn zu loben und zu preisen. They begin making their way towards him, and as they behold him, they just say, holy, holy, holy. Sie bewegen sich auf ihn zu, und wenn sie dann ihr Angesicht auf ihn gerichtet ist, dann rufen sie aus, heilig, heilig, heilig. And they're just beholding God. Und sie schauen einfach nur das Angesicht Gottes. There's this magnificent praise. Das ist dieses wunderschöne, bewegende Loben. And the God of the universe is seated there in the midst of it all. Und der Gott des Universums sitzt mitten in dieser Szene. This is the same God who said to Isaiah, who will go for us? Und derselbe Gott spricht dann zu Jesaja, wer wird für uns gehen? Who shall we send? Wen sollen wir senden? Isaiah had said, here am I, Lord, send me. Und Jesaja sagte damals, hier bin ich, Herr, sende mich. But before he was prepared to go, God had to clean him. Aber bevor er wirklich das tun konnte, musste Gott ihn läutern. This same God in the midst of all of his praise and all of his glory. Derselbe Gott mitten in diesem Reichtum der Herrlichkeit, dem Lob. The quote says, dort steht, Jesus did not count heaven a place to be desired while we were lost. Ellen White sagt, der Himmel war für Jesus nicht ein wünschenswerter Ort, solange er wusste, dass wir verloren sind. Do you get the impact of that? Trifft euch das? That in the midst of all of this praise and glory and the beauty of God, dass inmitten dieser ganzen Schönheit und diesem wunderbaren Gotteslob, heaven wasn't the place that he was desiring. Dass er nicht an diesem Ort mehr sein wollte. Some of us would have said, oh, I'm stopping here. Einige von uns hätten gesagt, na, ich bleib hier. But he would say, in the midst of all of this, I just need to go and get them. Aber er hat das alles erlebt und hat gesagt, ich muss hier weg. Imagine being at a birthday party. Stellt euch vor, ihr seid auf einem Geburtstagsfest. And the person whose birthday it is not there. Und das Geburtstagskind ist nicht dabei. Can you have the party? Könnt ihr feiern? Some of you are like, well.
Einige sagen vielleicht, maybe. Naja. You can't have the party without the person. Vielleicht, aber eigentlich, man kann nicht Geburtstag feiern ohne dass die Person. Jesus sees that heaven, they have to wait until we all get there. Jesus sagt, der Himmel muss warten. Alle müssen warten, bis wir vollständig sind. In fact, it goes on to say in Desire of Ages that when he was going to his father and our father. Und dann heißt es weiter in dem Leben Jesu, als Jesus sagt, wenn ich zu meinem Vater und zu eurem Vater gehe. And they were preparing to crown him as this King of Kings and have him everything completed. Und dort im Himmel, da wurden Vorbereitungen getroffen, dass er gekrönt wird als König der Könige. Jesus waved them back. Und Jesus kam in diese Szene hinein im Himmel und er winkte, sagte stopp. I have to go for the rest. Stopp. Ich muss mich erst noch um den Rest kümmern. The rest need to come here. The work's not finished. Die anderen, die noch fehlen, die müssen auch hier sein. Das Werk muss erst vollendet werden. Don't get me wrong. There's a number of people in heaven that I am very envious of. Ja, versteh mich nicht falsch. Es gibt einige Leute, die schon im Himmel sind, Moses, auf die bin ich sehr neidisch. Mose, Elijah, Elia, Enoch, Henoch, the group of multitudes of captives that went back to him at the resurrection. Und dann diese Anzahl von Gefangenen, die Jesus mit sich geführt hat bei der Auferstehung. Oh, I wish I was one of them. Ich wünschte, ich wäre einer von ihnen gewesen. But they may be saying, "Well, we wish we were one of you, finishing off the work." Aber vielleicht sagen sie zu uns: "Ah, wir wünschten, wir wären so gerne auf hier auf der Erde und würden miterleben, wie das Werk vollendet wird." Now look, these opportunities have been given to us because Jesus came as a man. Aber diese Gelegenheiten haben wir, weil Jesus hierher kam als ein Mensch. He walked the lonely walk, so we could walk a walk with him. Er ging den Pfad einsam, damit wir unseren Pfad mit ihm gehen können. He left his throne room. Er verließ den Thronsaal. He walked that lonely path all the way to Calvary. Und er ging den einsamen Weg bis zum letzten Schritt auf Golgatha. We read about him going through Gethsemane. Wir lesen davon, was er in Gethsemane durchgemacht hat. Needing the help from those disciples as he would have been hanging on to the cold grass while he's praying to the Father. Wo er die Hilfe der Jünger so gebraucht hätte und er klammerte sich an den kalten Grund, während er zum Vater betete. Take this cup from me, nevertheless not my will but your will be done. Nimm diesen Kelch von mir, aber dennoch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. All alone because the disciples were knocked out. Völlig allein, denn die Jünger waren so erschöpft. Sleeping. Sie schliefen. At the most important times. Zum wichtigsten Zeitpunkt überhaupt. Sleeping. Schliefen. But Jesus carried on. Aber Jesus ging weiter. He went from Gethsemane in the midst, as soon as the prayer was finished. Er ging von Gethsemane, sobald sein Gebet beendet war. One of his loved disciples, Judas. Und da kam einer seiner geliebten Jünger, Judas. Came with a band of men. Mit einer Horde von Männern. And told them, when I kiss him, then you will know it's him. Den er gesagt hatte, den ich küsse, der wird sein. You know, the word for kiss is philio. Und wisst ihr, dass das Wort für küssen philos ist, philio? God's love towards us is to help us. Gottes Liebe zu uns ist, dass er uns helfen will. Judas's love towards Jesus was to kill him. Judas Liebe zu Jesus war, dass er ihn tötete. God wants us to have the right view and understanding of love. Gott möchte, dass wir das Wesen der Liebe richtig verstehen. Judas watches Jesus have his hands tied. Judas sah zu, wie man Jesus die Hände fesselte. Where Judas was hoping that Jesus would manifest his power. Und Judas hoffte, jetzt wird er gleich seine Kraft beweisen. He willingly allows his hands to be tied. Ja, natürlich, er lässt zu, dass seine Hände gefesselt werden. Peter, just as bad, starts running with a sword, thinking, now's the time. Chops off Malchus's ear. Petrus ist auch nicht besser. Er sagt sich, jetzt ist die Gelegenheit und haut das Ohr von dem Malchus ab. Jesus just loosens his hands. Und auf einmal, Jesus schüttelt die Fesseln ab. Heals Malchus. Er heilt Malchus. Puts his hands back again. Und dann? Lässt er sich wieder fesseln. He's taken away. Er wird abgeführt. He's had no food since the Passover meal. Und seit dem Passafest hat er nichts mehr zu sich genommen, keine Nahrung. As he's been taken, he's been punched in the face. Er wird abgeführt und dabei schlägt man ihn ins Gesicht. He goes from one place to another. Man schickt ihn von einem Platz zum nächsten. From Annas. Von Hannah. To Caiaphas. Zu Caiaphas. Then from Caiaphas. Und von Caiaphas. All the way over to Pilate. Den ganzen Weg zu Pilatus. Then from Pilate to Herod. Dann von Pilatus zu Herodes. Then from Herod back to Pilate. Von Herodes wieder zu Pilatus. Scourged two times. Zweimal gegeißelt. Now a scourge
Who does not know what a scourge looks like? Wer von euch weiß nicht, wie eine Geißel aussieht? Let me see your hands. Könnt ihr euch melden? Are you okay if I describe this to you? Darf ich das mal näher beschreiben? It's not one cord or two leather cords, it's several. Das ist nicht ein Lederstriemen oder zwei, sondern eine ganze Reihe. On each cord there are dry bones and metal tied into it. Und an jedem Cord befinden sich scharfe Teile aus Knochen und Metall They would befestigt. Have beaten him and mocked him. Sie haben ihn geschlagen, sie haben ihn verspottet. Then they would have stripped him. Dann haben sie ihn die Kleider runtergerissen. And they would have got the scourge and hit him and then pulled it. Und dann haben sie ihn geschlagen mit der Geißel und sie weggezogen. Twice, three times, Zweimal. Four times, five times. Dreimal, viermal, fünf. He hasn't eaten. Er hat nicht gegessen. He hasn't slept. Er hat nicht geschlafen. But he's been beaten. Er wurde geschlagen stattdessen. Mocked. Verspottet. Scourged two times. Und zweimal gegeißelt. His flesh is lacerated and open. Sein Fleisch, seine Haut ist überall aufgerissen. He's taken from one place to another. Von einem Platz treibt man ihn zum nächsten. And he's doing all of this for you and me. Und er tut all das für dich und mich. Imagine with me that as they finish scourging him and for me sometimes the beating was probably not as hard for him as being denied by his disciples. Und ich denke mir manchmal, dass diese Schläge für ihn nicht so schlimm gewesen sein müssen wie die Verleugnung von seinen eigenen Jüngern. He finally gets to the point when he has to start making that way to Calvary. Und schließlich kommt es an den Punkt, wo er auf dem Weg nach Golgatha nicht mehr weiter kann. The approach to Golgotha's hill. Und dann geht es auf den Hügel Golgatha. They say he would have walked about 650 yards. Sie sind auf dem Weg dorthin. How much? 594 meters. He had already made. Sorry? He had already made this distance. No. He's about to begin. Mm-hmm. How many meters? 594 meters. Also man sagt, dass der Weg, den er hätte zurücklegen müssen mit dem Kreuz, dass das etwa 600 Meter waren. Now I've run in a 100 meter race. Ich bin schon 100 Meter Lauf gelaufen. You get tired by the end. Danach fühlt man sich müde. We've run 400 meters. I don't like doing the 400 meters. I'm not long distance. Ich habe auch 400 Meter schon gelaufen. Es gefällt mir nicht so. Ich habe eher die Kurzstrecke. But Jesus, yeah, I'll do 100 meters and that's it. 100 Meter, das reicht dann. 594 meters is a long way. 594 Meter ist ein langer Weg. When you are drained of blood. Wenn das Blut dir runterströmt. When you have been beaten. Wenn man dich geschlagen hat. You have been mocked. Verspottet. You have a crown of thorns on your head. Auf deinem Kopf drückt eine Dornenkrone. Nobody's there for you. Keiner ist an deiner Seite. And then they begin to give you the cross to carry. Und dann legen sie dir das Kreuz auf den Rücken, um es nach Golgatha zu tragen. Some of us, when we think about the cross that Jesus carried, you may have thought, oh well, it wasn't too heavy for him. Vielleicht denken manche, naja, das Kreuz, das er getragen hat, das kann doch so schwer nicht gewesen sein. It's written that when the cross was given to the criminals. Wir können lesen, dass als die Verbrecher die zwei das Kreuz bekamen. The cross was made of two wooden posts. Es bestand aus zwei Holzpfeilern. You had the upright vertical post which was called the stipe. Also es gab diesen vertikalen senkrechten Balken. That was normally at the end. Der hatte eine bestimmte Bezeichnung. But then you had the horizontal bar, which was called the patibulum. The horizontal genau, also bar. Die lateinischen Bezeichnungen, das erste ist der Stipes. Und das zweite, dieser horizontale Balken, das war posti patibulum. Both of those pieces put together weighed about 300 pounds. Und wenn man diese beiden Teile zusammengenommen hat, dann kam man auf etwa 150 Kilogramm. The patibulum weighed about 126 pounds. Das Patibulum, das wog etwa 126 pounds. Also es waren über 60 Kilogramm. So when the Bible says it was too heavy for him, it was too heavy for him. Und wenn die Bibel sagt, das war ihm zu schwer, dann war das auch zu schwer. Carrying 127 pounds to the top of
594 meters was too much for the Son of God. Also rund 60 Kilo auf dem Rücken zu haben und das fast 600 Meter lang auf einen Hügel zu tragen, das war zu viel für den Sohn Gottes. His human strength had gone. Seine menschliche Kraft war am Ende. And he cannot use his divine power. Und seine göttliche Kraft konnte er nicht benutzen. They place the cross on him. Sie haben ihm das Kreuz aufgelegt. Let me make this make sense for you. Ich möchte euch das mal anschaulich machen. Who here has ever traveled on a plane? Wer ist schon mal mit dem Flugzeug gereist? In England we say they say that we're allowed to have 23 kilograms of luggage. Also in England ist das so, man darf 23 Kilogramm Gepäck mitnehmen. When we pack the case, als wir unsere Koffer packten, and we jump on it to try and make it fit. Und dann haben wir versucht, dass irgendwie alles, dass es passt, dass es reinpasst. Could you carry that case for 100 meters on the top of your head? Wir sind drauf rumgesprungen, damit der Deckel zugeht. Hättet ihr das 100 Meter tragen können, den Koffer auf eurem Kopf? Imagine Jesus carrying three of them. Jetzt stellt euch vor, Jesus hat drei von den Koffern. No food. Ohne Nahrung. Bleeding to death. Er blutet gerade zu Tode. Beaten. Er ist geschlagen. For 594 meters. Und das jetzt 600 Meter tragen. And he did that for you and me. Und er tat das für dich und mich. He loves us. Er liebt uns. He carried on and is making his way down this Calvary walk. Er ging weiter und jeden Schritt für Schritt auf Golgatha zu. And I'm picturing Jesus being tired and broken. Und ich stelle mir vor, wie erschöpft, wie gebrochen Jesus sein muss. He could have at any time given up and said, "I'm finished." Er hätte jederzeit ja aufgeben können und sagen, vorbei für mich. But he doesn't. Aber er tat es nicht. Because he sees you and me. Denn er sah dich und mich. And he says, "I'm going for the joy that was set before me. I will finish." Und er sagt, wegen der Freude, die ich in der Zukunft sehe. The joy of seeing you make it to heaven. Ich werde es zu Ende bringen. Ich die Vorfreude, sie mal im Himmel zu sehen. The joy of seeing that you will receive his rebukes and his chastening, and you will say, "Lord, I love you." Die Freude zu sehen, ja, du nimmst den Rat an, die Züchtigung, and die Überführung. For this, he says, "I'm going to do it." Und aus diesem Grunde sagt er, ich bin bereit, es zu tun. And the problem is this. Aber das Problem ist das. We'll hear all of this stuff. Wir hören all diese Dinge. And I look at you and I wonder, will we all make it to heaven? Und ich schaue euch an und ich stelle mir die Frage, werden wir alle mal im Himmel dabei sein? The Lord knows I've prayed not to cry while I'm speaking this. Der Herr weiß, ich habe darum gebetet, dass ich nicht während der Predigt weinen muss. But he comforts me and says, "Well, even I wept." Aber er tröstet mich und sagt, weißt du, ich habe auch geweint. At our unbelief, it breaks his heart. Denn unser Unglaube, der bricht ihm das Herz. And he says, "Oh, the thing is, he would do it all over again." Say again. Und wisst ihr, ja, wisst ihr, er wäre bereit, das Ganze nochmal durchzumachen. Upon the cross, he's thrown into the position violently. Auf dem Kreuz hat man sie dann mit großer Wucht in Position gebracht. People mock him even while he's on the cross. Und während er da hängt am Kreuz, immer noch die Verspottung der Menschen. "Oh, if you are the Son of God, come down now." Ha, wenn du der Sohn Gottes bist, dann komm doch jetzt runter. He doesn't respond. Er antwortet nicht. They tried to give him vinegar, which would have affected the way that he was thinking. Sie bieten ihm Essig an, aber das hätte sein Bewusstsein, seine Klarheit getrübt. He declines it because he knows he needs to be focused for the mission. Er lehnt ab, weil er weiß, er muss auf seine Mission konzentriert bleiben. The time when Jesus responds on the cross. Die Zeit, wo Jesus etwas sagt am Kreuz, is when one of Barabbas' friends, one of those thieves, said, "Remember me." Das ist der Zeitpunkt, wo einer von diesen zwei Verbrechern, ja, die and Freunde Jesus, von Barabbas sagen, denke an mich. Jesus comforts him by saying, "You will be with me." Und Jesus tröstet ihn und sagt ihm, du wirst bei mir sein. And then he says to the others, "Forgive them, for they know not what they do." Und dann sagt er im Angesicht all der anderen,
Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Praying to the Father, forgive them. Er betet zum Vater um Vergebung. They don't know what they're doing to me. Sie wissen nicht, was sie mir antun. Looking at those who he made with his own hands. Er schaut Menschen an, die er mit eigener Hand geschaffen hat. Forgive them. Vergib ihnen. And how hard do we find it to forgive those who haven't even hit us? Und wie schwer fällt es uns, denen zu vergeben, die uns nicht mal geschlagen haben? We get caught up in the problems and the issues of church and everything else that's going on. Wir beschäftigen uns und drehen uns nur um diese Dinge, Probleme in der Gemeinde und verwenden unsere Zeit damit. In all of this, Jesus says, look to me. Und Jesus möchte, dass wir in all diesen Dingen zu ihm schauen. In 2 Corinthians 5, verse 21. In 2. Korinther 5, Vers 21. It reads, wir lesen dort, for he made him to be sin for us who knew no sin. Den der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht. That we might be made the righteousness of God in him. Damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Now I've contemplated this scripture. Ich habe über diesen Vers nachgedacht. And I've tried to imagine what it was like for God the Father while Jesus Christ was on the cross. Und ich habe mir versucht vorzustellen, wie es für Gott den Vater gewesen sein muss, als Jesus am Kreuz hing. And I've tried to imagine what would it have looked like as you're beholding the cross, the Son of God on the cross. Und ich habe mir auch vorgestellt, wie muss das gewesen sein, dort den Sohn Gottes am Kreuz zu erkennen. Like, did you know that when the promise of salvation had to be enacted, that the Father did not find it easy to let everything go on as it should? Wisst ihr, dass es für Gott den Vater nicht leicht war, die Entscheidung zu treffen, als es soweit war, dass der Erlösungsplan umgesetzt wird? The angel said to Ellen White, "Do you think it was easy for them?" Der Engel sagt zu Ellen White in der Vision, glaubst du, es fiel ihm leicht? Knowing that they would do this to him? Wo er doch wusste, dass sie ihm das antun würden? That they would mock him, dass sie ihn verspotten würden. And then when he would reveal his love to them, some would still say, I don't care. Und selbst dann, wo er ihnen seine große Liebe offenbaren würde, es immer noch einige geben würden, die sagen, es ist mir egal. Do you think it was easy? Glaubt ihr, das war leicht? At the risk that Jesus could actually have fallen into sin too. Das Risiko einzugehen, dass auch Jesus hätte in Sünde fallen können? It was an eternal risk. Das war ein ewiges Risiko. But I praise his name. Aber ich lobe seinen Namen. That he carried through. Dass er den Weg durchging. Upon that cross. Auf diesem Kreuz. God saw Jesus become the fullness of sin. Da sah Gott Jesus zur Fülle der Sünde werden. He took upon himself the responsibility of the sins of the whole world. Er nahm auf sich die Verantwortung für die Sünden der ganzen Welt. And he drank the very dregs of the cup of God's wrath. Und er trank diesen Zorneskelch Gottes bis zum letzten Tropfen. And I can only sum this up. I can only conclude this in a sentence. Und ich kann das nur zusammenfassen in einem Satz. And it's when Jesus Christ was on the cross. Und das ist, als Jesus Christus auf dem Kreuz war. God could only see everything he hated on everything he loved. Da konnte Gott nur sehen, dass alles, was er hasste, sich auf allem befand, was er liebte. And Jesus had to pay that price for me. Und diesen Preis bezahlte Jesus für mich. So when he tells me, I love you and I have to rebuke you and chasten you. Und wenn er mir dann sagt, ich liebe dich, aber ich muss dich überführen und zurechtweisen. I know he's doing it because he loves me. Dann weiß ich, er tut das aus Liebe zu mir. C.H. Spurgeon said these words. Spurgeon sagte einmal Folgendes. The distinguishing mark of a Christian is his confidence in the love of Christ.
das, was einen Christen wirklich ausmacht, ist seine Gewissheit der Liebe Christi. And the yielding of his affections in his return. Und dass er all seine Zuneigung und seine Hoffnungen richtet auf seine Wiederkunft. Because of Jesus' death and resurrection, I know that I have another opportunity. Weil Christus gestorben und auferstanden ist, weiß ich habe eine zweite Chance. He died so that we can live again. Er starb, damit wir Leben haben können. He voluntarily came and said, "I'm going to do this for them." Er kam freiwillig und sagte, ich werde das für sie tun. He didn't have to come. Er hätte das nicht tun müssen. He volunteered himself. Es war freiwillig. In fact, we read in John chapter 10, verse 17 to 18. Wir lesen in Johannes 10, Vers 17 und 18. John 10, 17 to 18. Johannes 10, Vers 17 und 18. Therefore doth my Father love me, because I lay down my life, that I might take it again. No man takes it from me, but I lay it down of myself. I have power to lay it down, and I have power to take it again. This commandment have I received of my Father. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Gewalt, es zu lassen, ich habe Gewalt, es wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Voluntarily. Freiwillig. And this same voluntary act God demands of us to come to him, because we volunteer ourselves to deny ourselves so we may follow him. Und die einzige Antwort, die wir auf diese freiwillige Liebe Gottes geben können, you can write ist, dass wir freiwillig sagen, ich komme zu ihm, ich verleugne mich selbst. That scripture is taken from Matthew 16, verse 24. Und das ist eigentlich ein Bibelvers aus Matthäus 16, 24. Then we read that God's love needs to be reciprocated. It needs to be shown to others. Und dann lesen wir davon, dass die Liebe Gottes sich immer zeigt im Miteinander. Wir müssen sie anderen zeigen. Go with me to John 17, verse 6 to 8. Geht mit mir zu Johannes 17, Vers 6 bis 8. It reads, I have manifested thy name unto the men which thou gavest me out of the world. Thine they were, and thou gavest them me, and they have kept thy word. Wir lesen hier, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Dein waren sie, und mir hast du sie gegeben, und sie haben dein Wort gehalten. Now they have known that all things whatsoever thou hast given me are of thee. Jetzt haben sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. For I have given unto them the words which thou gavest me, and they have received them, and have known surely that I came out from thee, and they have believed that thou didst send me. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin, und haben geglaubt, dass du mich gesandt hast. Jesus is clearly showing, I receive these words, and I have given them to these. Jesus zeigt dir sehr deutlich, ich habe diese Worte empfangen und ich habe sie ihnen weitergegeben. God requires a reciprocation from us. Und das Gleiche erwartet Gott von uns, dass wir etwas vervielfältigen und weitergeben. As I have seen the love of God. Wenn ich die Liebe Gottes erkenne. Have you seen the love of God? Habt ihr die Liebe Gottes erkannt? Is it a little bit clearer for you today? Ist das vielleicht heute euch ein bisschen klarer geworden? We are supposed to show that to others. Und das sollen wir dann anderen weitergeben. Look over in John 17, verse 20. Gehen wir zu Johannes 17, Vers 20. He says, neither pray I for these alone, but for them also which shall believe on me through their word. Jesus sagt hier, aber nicht nur für diese allein bitte ich, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben. So we receive the truth because he took it from the Father and he brought it to us. Also wir haben die Wahrheit erhalten, weil er sie vom Vater mitgebracht hat und uns gegeben. And there are others in the world who need to hear the truth, and we take these words of love from him and we show it to the others. Aber es gibt noch andere, die diese Wahrheit hören müssen in der Welt, und wir nehmen diese Worte, die wir erhalten haben, und die Liebe, und zeigen sie den anderen. And when they come to God, they will say the same things that the men said to the woman of Samaria. Und wenn sie dann zu Gott finden, werden sie dasselbe sagen, was die Frau am Jakobsbrunnen sagt. Now we believe not because of what you have said, but because we have seen it for ourselves. Was die Bevölkerung sagte in dieser Stadt. Sie haben gesagt, jetzt glauben wir nicht mehr aufgrund deines Wortes, sondern weil wir es selbst gesehen und gehört haben. But God says, come. Aber Gott sagt, komm.
When I rebuke you and I show you the things that you have been doing that you shouldn't be doing, let them go for me. Wenn ich dich überführe, wenn ich dir die Dinge bewusst mache, die du praktizierst, die du nicht praktizieren solltest, lass sie los. When we see the depth and the height and the breadth of God's love. Wenn wir die Tiefe und Höhe und die Breite und Weite der Liebe Gottes sehen. All of the other things of earth seem to be rubbish. All die anderen weltlichen Dinge sind doch dann Müll. The music, the films, the clothing, the jewelry, all of that can be taken away. Die Musik, die Filme und die Kleidung, der Schmuck, das ist doch soll Because alles verschwinden. Jesus becomes my first priority. Jesus wird dann meine erste Priorität. Here in his love. Ich höre seine Liebe. Not that we first loved him, but that he first loved us. Wir lesen es, das ist seine Liebe zu uns. Nicht, dass wir ihn zuerst geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. This love is revealed to us. Diese Liebe hat er uns bewiesen. Through the sacrifice of Jesus Christ. Wir erkennen sie im Opfer Jesu. Will you give your hearts to him? Möchtest du dein Herz ihm geben? He rebukes and he chastens. Er weist zurecht. He has definitely shown us his love. Er überführt uns, er hat uns seine Liebe gezeigt, deutlich. But the Bible says, you know, as we read these verses in 2 Peter 3, verse 9. Aber die Bibel sagt uns, und wir lesen 2. Petrus 3, Vers 9. You can use that if you like. Thank you. The Lord is not slack concerning his promises, some men count slackness, but is long-suffering to us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Der Herr zögert die Verheißung nicht hinaus, wie einige es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen euch, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. God calls us to repent. Gott ruft uns zur Buße. And through his rebuke and his chastening, we see I need him. Und durch seinen Tadel, durch seine Zurechtweisung können wir erkennen, dass wir ihn brauchen. As I have my son and there's my wife and we enjoy this family relationship. Meine Frau und mein Sohn, wir genießen dieses Familienmiteinander. As I reciprocate our love, my wife and my love towards our son. Und während wir so unsere Liebe miteinander teilen und austauschen, he begins reciprocating it back to us. Unser Sohn, der spürt diese Liebe und er antwortet mit seiner Liebe zu uns. So now he starts doing this thing where he sucks his finger and he makes a sound. He'll go. Und jetzt hat er sich sowas angewöhnt, dass er hier den Finger reinsaugt und dann so ein Geräusch macht. But I taught him to go. So, ich habe ihm aber gesagt, er muss das so machen. But he can't do it. Was kann er nicht? But I know that his effort is perfect. Aber ich weiß, er bemüht sich so gut er kann. I take into consideration his weakness. Denn ich berücksichtige seine Fähigkeiten zu der Zeit. So when he sucks his finger and I pop mine. Also wenn er an seinem Finger saugt und ich mach pop. It's worth the same. Es ist dasselbe wert. And God's love towards us is that way. Und so ist auch Gottes Liebe zu uns. He just requires from you a willing heart. Das einzige, was er erwartet, ist, dass wir ein williges Herz haben. I know the time will come when we have to chasten and rebuke our son. Ich weiß, die Zeit wird auch kommen bei unserem Sohn, wo wir ihn zurechtweisen und disziplinieren müssen. When he tries to express himself by making these noises, we pick him up and we sit him down and then we leave him for a moment. Wenn er anfängt, diese interessanten Geräusche zu machen, um zu zeigen, dass ihm was nicht passt, dann setzen wir ihn irgendwo hin und lassen ihn in Ruhe. And it's the hardest thing to not look at him while we're trying to discipline him. Und das ist für uns so schwer, dass wir ihn dann nicht beachten, damit er etwas lernt. But when he calls me, I can't help myself. Aber wenn er mich dann ruft, dann kann ich einfach nicht anders. And he tugs my trousers and he lifts his arms up. Und er zupft an meiner Hose und hält seine Ärmchen hoch. I have to say you are forgiven. Dann muss ich einfach sagen, ich verzeihe dir. Isn't it the same with us? Ist das bei uns nicht genauso? We just need to come to him. Wir müssen einfach nur kommen zu ihm. And we have that relationship because we are his children. Und wir haben doch diese Beziehung, denn wir sind seine Kinder. We are his sons and his daughters. Wir sind seine Söhne und seine we Töchter. Have a close association with God. Wir haben ein enges Miteinander mit Gott. In closing, I want to tell you the story of two young men.
Abschließend möchte ich euch die Geschichte von zwei jungen Männern erzählen. One is called Connor and the other is called Caden Long. Der eine heißt Connor und der andere Caden. Caden. Caden is 6 years old and Connor is 9. Caden ist 6 Jahre alt und Connor 9. Connor was an active young boy. Connor war ein sehr aktiver Junge. He loved getting into sports and just doing stuff. Er liebte es, Sport und sich zu bewegen und etwas zu machen. But his brother was born with spastic cerebral palsy. Aber sein Bruder hatte eine schwere Krankheit, eine, what's that, epileptic? No, he can't do anything. Gelähmt. Er hatte eine Spastik. He's disabled. Er war behindert. Can't speak. Er kann auch nicht sprechen. But Connor said, I know he has emotions. Aber Connor sagte, ich weiß, er hat auch Gefühle. People told the parents, put Caden in a home. Die Leute haben den Eltern gesagt, bringt doch Caden in ein Heim. He's going to be a burden to you. Er wird euch so belasten. Connor said, the parents said no. Aber die Eltern sagten nein. We're not putting him in a home. He's our child. Wir schieben ihn nicht ab in ein Heim. Er gehört zu uns, unser Kind. Isn't that the same thing Satan says about us? Sagt Satan nicht das gleiche über uns? Don't bother with them. Mach dir doch keine Mühe mit denen. They're sinners. Die Sünder. He's an accuser of the brethren. Er ist der Verkläger der Brüder. But Connor saw in a newspaper one day that there was a triathlon. Okay. Ja, aber eines Tages las Connor in der Zeitung, dass ein Triathlon stattfand. And Connor said to his parents, well, I wonder if Caden could come. Und Connor sagte zu seinen Eltern, könnte Caden nicht dabei sein? The parents said, how? Und die Eltern fragten, ja, wie denn? He can't run. Er kann doch nicht laufen. He can't swim. Er kann auch nicht schwimmen. And he can't ride a bike. Und er kann auch nicht Rad fahren. So Connor and the parents came up with another idea. Also hatten Connor und die Eltern eine andere Idee. They said, well, let's have a buggy. Sie sagten, na, wir nehmen einen Buggy. So I will push him when I run. Und ich werde ihn einfach schieben und dabei laufen. So we run together. Und dann laufen wir zusammen. Then when I'm swimming, we'll have the rubber dinghy. So when I'm swimming, he's swimming with me. Und wenn wir schwimmen, dann bekommt er eben so Schwimmflügel an, irgendetwas, was ihn oben hält, und wir schwimmen zusammen. And at the end, when I'm riding the bike, we'll connect the buggy to the bike and I'll ride it to the end. Und wenn ich dann mit dem Fahrrad fahre, dann machen wir einfach einen Anhänger aus dem Buggy und wir fahren zusammen. So when I'm riding, he's riding with me. Das heißt, wenn ich dann fahre, fährt er auch. And we cross the line together. Und dann werden wir zusammen über die Ziellinie gehen. They came last. Sie waren die Letzten. But they still won. Aber sie haben trotzdem gewonnen. They still crossed the line. Sie haben die Ziellinie überquert. Someone said to the parents, does Connor want to do a race on his own so he knows what it feels like to win? Und jemand sagte zu den Eltern, möchte der Connor nicht vielleicht mal für sich selbst diesen Triathlon machen, dass er weiß, wie sich das anfühlt? Connor said no. Aber Connor sagte, nein. When we race together. Wir machen den Wettlauf zusammen oder gar nicht. If I lose to everybody else with him, I still win. Und wenn ich in den Augen aller anderen mit ihm ein Verlierer bin, bin ich trotzdem Gewinner. Jesus saw that we are disabled with sin. Jesus sah, dass die Sünde uns zu Behinderten gemacht hatte. And he is doing and has done everything in his power to get us across the line. Und er hat alles getan und tut noch immer alles dafür, dass wir es über die Ziellinie schaffen. But he needs you to fall on him. Aber was er braucht, ist, dass wir auf ihm zerbrechen. And be broken. Dass wir auf ihn fallen. And love him, not emotionally, but out of principle. Und dass wir ihn lieben, nicht einfach nur ein Gefühl, sondern als ein Grundsatz. Because while we were yet sinners, he still died for us. Denn er ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. And he needs to take us along the way, and along the way we'll have rebukes and chastening. Und er muss mit uns diesen Weg gehen, und auf dem Weg wird es auch Gelegenheiten geben für Tadel und Zurechtweisung. So that we can win the race with him. Damit wir am Ende mit ihm den Lauf vollenden können. If all of you want to say today, Lord, give us the strength to follow you, stand with me. Und wenn es euer aller Wunsch ist, zu sagen, Herr, ich möchte mit dir diesen Weg gehen und vollenden, dann erhebt euch bitte. I have two more appeals. Ich möchte noch zwei weitere Aufrufe machen.
For some of you here, it may be one of the first times where you will actually say, Lord, I need to surrender my whole heart to you. If that's you, then come to the front. Für einige von euch ist hier der Moment, wo ihr spürt, Herr, es ist die Zeit, wo ich zum ersten Mal die Entscheidung treffen kann und soll. Ich möchte mein Herz dir übergeben. Dann kommt nach vorne, wenn es auf dich zutrifft. I need to surrender everything to you. Come. Wenn du sagst, ich muss dir einfach alles geben, dann komm. Amen. Amen. Komm. Amen. Amen. Kommt nach vorne. Komm. Kommt. Who else is there? Come. Vielleicht noch jemand. Kommt nach vorne. You need to give God everything. Ihr müsst Gott, ihr braucht es, Gott alles zu geben. It may have to be the sacrifice of friends, things that you're doing, whatever it may be. You're saying, Lord, I want to give it to you. Vielleicht kostet euch das was. Vielleicht müsst ihr etwas opfern, Freunde oder was auch immer. Come. Sagt, Herr, ich gebe das alles dir. Komm. Kommt nach vorne. Amen. Come, don't worry about the people next to you. If they're in the way, ask them to come out of the Komm. Way. Come. Macht euch keine Gedanken über euren Nachbarn. Wenn sie im Weg sind, bittet sie euch durchzulassen. Kommt Young, nach vorne. Old, come. Ob ihr jung seid oder alt, kommt nach vorne. Amen. Come. Amen. Kommt. I still feel like there's more. Come. Ich habe das Empfinden, es sind immer noch mehr. You want to say, Lord, I'm willing to accept your rebuke and chastening. Come. Möchtest du sagen, Herr, ich bin bereit, diesen Tadel Amen. Zu Come. Akzeptieren? Kommt nach vorne. Amen. 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 My second appeal. Und jetzt mein zweiter Aufruf. If there is anybody here who has not yet been baptized, wenn irgendjemand hier ist, der noch nicht getauft worden ist, and wants to say, I want to work towards it, und jetzt die Entscheidung trifft, ich will auf die Taufe hinarbeiten, I want to begin Bible studies, ich möchte gerne Bibelstunden nehmen, I want to know more about the man Jesus Christ, ich möchte über diesen Mann Jesus Christus mehr erfahren, come, dann komm jetzt. Anybody? Is anybody here down the front that wants to say that too? Vielleicht auch jemand, der schon hier vorne steht, yes. Der sagt, ja. Come over here. Ich möchte. I'll stand with you. Ich möchte diese Entscheidung treffen. Come. Kommt hier zu mir. Ich komme zu euch hier runter. Ich stelle mich mit euch hier hin. Come, come. Don't worry. You don't have to look at everyone. You can turn around. Ihr müsst nicht jetzt alle anschauen. Dreht euch einfach hier Patrick. Zu mir. Is there anybody else? Gibt es sonst noch jemanden? Can I tell them some of your story? Patrick's looking to know if this is the correct church to be in. Das ist der Patrick hier neben mir und er stellt sich die Frage, ist das hier vielleicht meine Gemeinde? He has his struggles. Er hat seine Kämpfe. But Jesus died for him. Aber Jesus ist für ihn gestorben. And all of us. Und für jeden von uns. God's going to help you. Und Gott wird dir dein Helfer sein. Is there anybody else? Gibt es noch irgendjemand sonst? Amen. Amen. Come. I'm going to close in prayer and we are going to pray. Wir werden jetzt abschließen und ich werde zusammen beten mit euch. Follow through. Geht diesen Weg zu Ende. Make sure you start the Bible studies. Ja, achtet darauf, macht es ganz Continue. Fest, dass ihr Bibelstunden beginnt. And when you make the decision to get baptized, follow through. Und wenn das eure Entscheidung sein wird, dass ihr euch taufen lasst, dann geht den Weg weiter. Those of you that have come for the baptism, if you just wait over this side and we will speak to you afterwards. Und diejenigen, die sich entschieden haben, den Weg zur Taufe zu gehen, bitte bleibt doch dann noch mit mir hier zurück für ein kurzes Gespräch. These are tears of joy. Das sind Freudentränen. There's rejoicing in heaven. Und auch im Himmel freut man sich. Let us pray. Lasst uns beten. If you could kneel with me, let's kneel. Bitte kniet mit mir nieder. Dear Lord, our Father. Lieber Herr und Vater. You have seen everybody who is standing. We're saying that we want that faith, that strength to continue to the end. Du hast jeden gesehen, der
aufgestanden ist, nach vorne gegangen ist. Wir bitten dich um Kraft und Stärke, dass sie den Weg zu Ende gehen. I made another appeal to call some of your people forward who need to surrender their whole hearts, and you can see them. Du weißt es, wer hier dabei ist und wer vielleicht auch noch unter der Menge ist. Du siehst das Herz, wer hätte antworten können auf diesen Appell. They are on the stage, they are kneeling in the front. We're here. Ob sie jetzt hier noch vor dir knien, ob sie hier vorne sind, auf der Bühne, wo auch immer. Right now, show them, flash into their mind by your Holy Spirit, what things they need to let go of. Zeig ihnen in diesem Moment, gib ihnen Gedanken ein, lass es aufblitzen in ihrem Innern durch den Heiligen Geist, was sie noch ändern müssen. And help them, Lord. Und hilf ihnen, Herr. Sorry, you will help them. Entschuldige, du wirst ihnen helfen. Give us the faith to trust your help. Gib uns den Glauben, dass wir uns verlassen auf deine Hilfe. And then we have these wonderful ones who have come forward to say they want to be baptized into your kingdom. Und dann haben wir diese wunderbaren Menschen hier, die sich entschieden haben und sagen, wir möchten hineingetauft werden in das Reich Gottes. Father, they want to see you. Vater, sie möchten einmal dich sehen. It's not going to be easy. Das wird nicht leicht werden. But we have you. Aber wir haben dich. And I pray that you will keep them all encouraged. Und ich bitte dich, dass du ihnen den Mut erhältst. Let them know that even when they feel alone, und lass sie wissen, auch wenn sie sich alleine fühlen, they are always in the majority. Sie werden immer in der Mehrheit sein. Protect them. Schütze sie. Look after them. Sorge du für sie. And may we all meet on that cloud when we ascend to heaven to be with you forevermore. Und mögen wir alle gemeinsam uns begegnen auf diesen Wolken, die uns zu dir in die Ewigkeit in den Himmel führen. In Jesus' name. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Amen.